Hallo ihr Lieben, ja, nochmal herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ja heute schon das Verlosungsvideo gedreht und ja, ich habe heute auch ein bisschen mehr Zeit, von daher kann ich jetzt auch nochmal etwas drehen. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nochmal um Toilettenpapier gehen soll, aber das Thema ist irgendwie für mich noch nicht ganz durch. Ich dachte auch, dass, ja, dass ich das vielleicht jetzt so nicht mehr großartig machen werde. Aber ich habe noch mal was, also was entdeckt nicht, aber das kennt ihr auch bestimmt schon. So, ich sage euch direkt mal, worum es geht. Und zwar um dieses Gepräge von dem Toilettenpapier. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Das gibt es jetzt, habe ich auch schon vor ein paar Jahren mal gesehen. Aber ich bin jetzt wieder richtig so ein bisschen angefixt worden, weil ich hatte ein Bild oder ich weiß gar nicht mehr, in irgendeiner Junk Journal Gruppe habe ich ein Bild gesehen. Und zwar, da sah das so richtig, wie sah das aus? Ja, also wie so echtes Papier. Selbstgeschöpftes Papier oder so ähnlich. Das waren natürlich auch unheimlich schöne Folder, die Dame da benutzt hatte. Ich hatte mir jetzt auch mal noch zwei neue bestellt, weil ich habe nicht so viele. Ich habe mir mal so ein Set bei Amazon mal, es war auch schon länger her, mal bestellt. Und das war hier sowas, ne? So mit Herzchen und Schmetterlingen. Dann waren da noch so Sternchen bei. Ich glaube, das war so ein Set. Und nun ja, sie hatte da jetzt aber so richtig schöne Rahmungen und so benutzt. Da sieht das natürlich alles auch nochmal richtig schön aus. Und dann habe ich halt hier so noch so einen Spitzenfolder. Der ist auch ganz schön. Aber es ist immer noch nicht, mir fehlt noch so ein bisschen was. Und ich hatte mir jetzt noch zwei ganz günstige, irgendwas um die 10 Euro oder so bestellt. Und zwar auch, dass das so ein bisschen so eine Rahmung dann ergibt. Aber leider sind die noch nicht da. Aber es ist auch egal. Darum, es geht auch nicht darum, nehmt einfach, was ihr habt. Es sieht eigentlich immer sehr schön aus. Nur bei ihr sah das halt unheimlich schön aus. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Je nachdem, was man halt so benutzt, sieht es halt dementsprechend immer etwas schöner aus, denkt man sich so. Aber im Endeffekt ist es immer ganz hübsch. So, das will ich damit sagen. Auf jeden Fall wollte ich das auch nochmal dringend ausprobieren. Und dann habe ich mir überlegt, ich überlege ja immer, wenn ich sowas sehe oder, ne, dann denke ich mir immer, wie kann ich das noch ein bisschen verändern? Kann man da noch was verändern? Kann man das noch schöner machen? Oder, dass ich euch auch vielleicht nochmal was Neues dabei zeigen könnte. Ja, und dann habe ich mir überlegt, ich könnte das vielleicht auch mit Motiven noch irgendwie verschönern. So, also es geht um Toilettenpapier nochmal. So, und dieses Geprägen, das Prägen von diesem Toilettenpapier, das ist einfach immer irgendwie ganz was Feines. Und das fühlt sich auch total toll an und das ist auch sogar richtig stabil. Man könnte zwar meinen, dass das irgendwie nicht so, dass das nicht so stabil ist oder dass das irgendwie nicht hält, aber das ist super stabil, wenn das richtig trocken ist. Und ich finde, das sieht richtig hübsch aus. Das sieht so ein bisschen aus, auch wie Stoff. Fühlt sich auch hinterher so an, wie ein bisschen wie Stoff ähnlich. Und ich mag das total gerne, weil ich habe das auch schon früher gesehen bei vielen YouTubern, die ich auch gerne immer geguckt hatte. Zum Beispiel auch bei bei Evelyn and Sarge und auch das ganze Designteam, was die Ruby and oder Heather hat von Ruby and Pearl. Die hatten auch immer schon so Sachen in ihren Journals drin. Und da habe ich mich immer schon gefragt, was das ist. Ja, und im Endeffekt ist es teilweise auch Toilettenpapier. Ja, so, jetzt rede ich wieder so viel, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, ich möchte euch das nochmal zeigen. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie könnte ich das noch verändern? Und dann habe ich einfach mal ein bisschen mit Motiven gearbeitet, also mit Servietten. Ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann, weil man sieht das eigentlich, wenn man das gegen das Licht hält, dann sieht man, dass da was drin ist oder dass da ein Bild zu sehen ist. Ja,
Und vielleicht möchtet ihr das auch, vielleicht kennt das der eine oder andere auch noch gar nicht so, wie das überhaupt geht. Und das möchte ich euch jetzt in diesem Video nochmal zeigen. Also, ich habe jetzt hier mehrere Sachen schon gemacht mit all meinen Stanzen. Und das ist wirklich, wenn man das so einklebt, man kann auch Stücke abreißen und dann so Stücke davon verwenden. Ja, hier habe ich jetzt mal so das Motiv draußen gelassen. Das ist jetzt aber nicht ganz so spannend, finde ich, weil ja, das ist auch ganz schön, aber mir gefällt dieses ganz Weiße eigentlich immer noch am besten. Oder halt, wenn man so ein bisschen was da drin sehen kann. Hier zum Beispiel auch, ne, sind auch so Schmetterlinge drin. Und hier habe ich auch so ein Motiv benutzt. Ich hoffe, dass man das überhaupt sehen kann in der Kamera, dass da was drin ist. Ja, genau. Und dann mit Serviette selber noch mal ein bisschen. Und dann habe ich auch so einen Rahmen gemacht, weil das war auch da auf dem Bild zu sehen. Da kann man auch so einen schönen Rahmen draus machen. Und ich zeige euch dann jetzt zwei Varianten. Ich gucke mal mit dem Rahmen, ob wir das auch mal machen. Oder das ist ja ganz einfach. Ihr könnt euch aber auch aus euren gesprägten Vierecken oder wie auch immer, hups, was ausschneiden. Dann habt ihr auch einen Rahmen, ne? Aber man kann es auch so direkt machen. Genau, so, darum geht es auf jeden Fall in diesem Video. Meine Prägemaschine ist wieder repariert. Ich habe erstmal danke für den Tipp von der lieben Abonnentin. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wer das mal geschrieben hatte in irgendeinem Video, dass man das ja auseinanderschrauben kann hier unten und man das wieder reparieren kann. Ja, da habe ich jetzt meinen Liebsten mal mit beauftragt gehabt und der hat mir das tatsächlich wieder repariert. Ganz toll. Ich bin total froh, glücklich, dass ich mir jetzt nicht noch wieder eine neue kaufen muss. Er hat mir hier so Kabelbinder drum gemacht und ich muss sagen, das Ding funktioniert jetzt wieder ganz gut und ich kann es erstmal noch weiter benutzen. Genau. So, dann wollen wir auch mal loslegen. Wie fange ich denn mal an? Genau. Ihr braucht einfach nur eure Prägeschablonen, die ihr gerne benutzen wollt. Ich nehme jetzt noch mal die schönen Motive, die ich jetzt so schön fand. Nee, das war das, genau. So, dann braucht ihr so Toilettenpapier. Also da finde ich jetzt zum Beispiel, dass das mit weißem Toilettenpapier besonders hübsch aussieht. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt das jetzt noch mit Kleber oder so oder mit braunem, was auch immer, abgrungen oder mit braunem Toilettenpapier machen. Das gefällt mir relativ gut, wenn das so richtig schön clean ist, so weiß irgendwie, ne? Aber das ist Geschmackssache. Das könnt ihr natürlich auch noch verändern. Oder vor allem auch, wenn man kein, also wenn da keine Farbe auf dem Toilettenpapier ist, wenn das einfach rein weiß ist, so. Dann braucht ihr eure Stanzmaschine. Und einfach nur ein bisschen Wasser. So in der Sprühflasche vielleicht. So, und dann, ich mache jetzt erstmal einfach ein ganz einfaches Stanzteil daraus, also ganz ohne irgendwas da drin. Ja, damit ihr das einfach nur seht, wie das so geht, wenn ihr das noch nicht kennt. So, dann nehmt ihr euren Prägefolder. So, dann werden da mehrere Lagen Toilettenpapier draufgelegt. Also einzelne Blätter abreißen, aber jetzt einfach so lassen, wie die so von der Rolle gerissen sind. Und dann legt ihr die in mehreren Lagen. Die können auch ruhig ein bisschen überstehen, weil die sollen sich hier so an den Seiten und hier unten und so ein bisschen überlappen, ne? Also es nicht so übereinander legen, kann man aber wahrscheinlich auch. Ja, warum eigentlich nicht übereinander legen, ne? Habe ich gar nicht, fällt mir gerade so auf. Warum sollte ich das jetzt hier an den Seiten überlappen? Jetzt gerade beim Drehen merke ich, ob man das nicht einfach auch so übereinander legen könnte, ne? Muss ja nicht unbedingt jetzt hier was rausgucken.
Ich würde sagen, wir machen das mal. Jetzt ist auch gerade das erste Mal, dass mir das so einfällt. Ich mache das jetzt einfach mal so. Also die meisten, wo ich das jetzt schon gesehen hatte, die lassen das so ein bisschen rausgucken und legen dann die Blätter so überlappend hier so übereinander. Ich mache es einfach jetzt zweimal. Ich mache jetzt einmal so, wie ich es jetzt hier auch mit den anderen gemacht habe. Genau, dann hat man nämlich hier so einen schönen Rand, so einen kleinen Rand, wenn ihr das gerne mögt. Ich mag das ganz gerne, wenn das so ein bisschen hier so ausfranst. Weil wenn ich das jetzt so ganz gerade lege, dann habe ich, glaube ich, diesen Rand nicht unbedingt. Aber wir versuchen jetzt einfach mal beide Varianten. So, dann legt man einfach also mehrere Lagen, mehrere Blätter übereinander. Ich lege dann auch immer hier einen hier unten hin, so. Dann lege ich den auch so wieder da oben hin. Das sind jetzt 4 Blätter. 5 und 6. So. Also so zwischen 5 und 6 Blätter nehme ich immer, ne? So, dann wird das einmal mit Wasser eingesprüht. Ordentlich nass machen. Aber auch jetzt nicht so tropfnass, sondern einfach so ein bisschen einsprühen. Dann klappt ihr den Folder einfach zu und dann hängt das ja hier so ein bisschen raus und hier unten auch. Ja, und dann prägt ihr einfach mit der Präge, mit den Prägeelementen, mit den Prägeplatten, wie auch immer. Ja, die sind immer noch die alten. Und dann prägt man das halt. So. Ja, das ist immer noch teilweise am Knacken da im Gebälk so. Oder auch hier diese Platten. Genau. Ja, und dann habt ihr so geprägtes Toilettenpapier. Wer hätte das gedacht, ne? Aber das ist wirklich, wenn das jetzt getrocknet ist, dann ist das richtig fest zusammen und da kann auch nichts mehr großartig auseinanderfallen, dass die Blätter sich irgendwie wieder aufteilen oder so. Das bleibt dann so zusammen. Ne? So, jetzt hat man ja hier so eine Umrandung. Ihr könnt das auch, wenn ihr wollt, so lassen, wenn euch das so gefällt oder wie auch immer. Oder ihr könnt das abschneiden, wenn ihr möchtet. So, jetzt, ich habe das aber so gemacht, dass ich das ein bisschen abgezupft habe. Weil ich möchte so ein bisschen so einen ungleichmäßigen Rand haben. Und das geht am besten, wenn das noch nass ist. Also jetzt direkt im Nachhinein, wenn ihr das fertig geprägt habt. Da reiße ich dann einfach so die Ränder vorsichtig ab. Ne? So erstmal manchmal auch nur, kommt dann nur die erste Lage weg. Aber dann könnt ihr das nach und nach hier so abzupfen. Und das gefällt mir am besten, weil ich mag das nicht, wenn das so gerade abgeschnitten ist. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Das ist halt, da kommt halt bei mir dieses Junk-Journal-Syndrom raus oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich möchte das gern so uneben haben. Ja, und dann zupft ihr das halt einfach so ab. Geht nicht überall gleich leicht, weil manche Stellen sind auch ein bisschen trocken. Aber das ist Geschmackssache, das macht ihr natürlich dann, wie ihr wollt. Wo ihr jetzt nicht so einen überstehenden Rand habt, könnt ihr das trotzdem leicht abzupfeln, ne, so. Genau, und dann habt ihr halt so ein, ja, hier unten ist ein bisschen dünn, weil da halt irgendwie das, nur dieses eine Blatt noch rausgeguckt hat. So, dann hat man halt das. Das könnt ihr eventuell hinterher auch noch verwenden, als wenn ihr da dann nachher mehrere Blätter habt und ihr habt so eine ganze Handvoll davon, könnt ihr das auch noch mal prägen. Mal sehen, ob das reicht, dann zeige ich euch das noch. So, dann habt ihr dieses schöne Toilettenpapierblatt. Und wie gesagt, das lasst ihr dann richtig schön durchtrocknen und dann ist das stabil. Natürlich, wenn ihr das feste reißt oder wenn da wieder Feuchtigkeit dran kommt, dann geht das natürlich kaputt. Aber es ist im Großen und Ganzen
recht stabil. Ne? Das könnt ihr natürlich jetzt auch noch schön anmalen. Das habe ich überlegt, wenn man will, wenn einem das Weiß jetzt nicht so dazu sagt oder man möchte das bunt haben, kann man natürlich auch schön, weil das saugt sich natürlich schön voll, das Toilettenpapier, könnt ihr das so ein bisschen bemalen. Ne? Aber ich, wie gesagt, ich möchte das so schön rein weiß haben. Auf jeden Fall manche, nicht alle, weil da kommen ja gleich Motive rein. So, genau, das wäre also die einfachste Form davon. Ne? So, das legen wir mal beiseite. Das können wir vielleicht gleich nochmal benutzen. So, dann zeige ich euch, wie ich das mit dem Motiv gemacht habe. Ach so, nee, wir wollten ja einmal eine gerade Lage machen. So, jetzt mache ich das mal, ohne dass das überlappt, wie das dann aussieht. Weil das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Wahrscheinlich einfach Pille gerade, klar. So, ich lege jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, ich nehme mal 5, das müsste wohl reichen. Wahrscheinlich reichen auch 3 oder 4. So. Er hatte mir gesagt, dass ja eine Schraube, die Schrauben, die sind total abgebrochen hier oben an den Ecken. Und die, also das, die waren mit Plastik ummantelt oder wie auch immer. Und das war total abgebrochen alles. Und da sind ja, fehlen jetzt halt ein paar Teile, aber es klappt trotzdem. Ne? Ja, dann ist ja klar, ne? Dann hat man hier halt einfach so ein gerades, wieso rum. So ein Grad, jetzt habe ich es falsch rum drauf liegen gehabt. So ist dann hier der Rand fehlt halt dann, ne? Ist aber auch gar nicht so übel, fällt mir gerade auf. Also, ne? Ich habe ja gerade gesagt, ich mag das nicht so gerade, aber in dem Fall jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Es passt jetzt aber auch von der Folder, das passt natürlich jetzt auch exakt auf diesen Folder, ne? Die Größe. Gibt ja so unterschiedliche. Hier müsste man natürlich dann dementsprechend so viele legen. Ja, aber das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet, ne? Und wie euch das gefällt. So, und dann zeige ich euch jetzt noch, wie ich das Motiv da eingearbeitet habe. Könnt ihr sich euch bestimmt schon denken. Meine Servietten habe ich jetzt gar nicht hier vorbereitet gehabt. Muss ich mal eben... Genau, ich nehme jetzt noch mal hier dieses. Das fand ich auch ganz schön. Also mir ist aufgefallen, dass so dunkle Sachen hier oder dass man so dunkle Sachen natürlich besser sehen kann als so hellere Motive. Ne? Also hier so was, so helle Sachen, die fallen halt nicht so auf. Aber wenn da was Dunkles zwischen ist, sieht man das natürlich ein bisschen besser. Darum nehme ich jetzt einfach noch mal hier diese schöne Serviette. So, ihr nehmt jetzt nur die oberste Lage wieder mal, das Motiv natürlich davon. Aber wahrscheinlich könntet ihr auch die ganze Serviette nehmen. Ich weiß es aber nicht genau, das habe ich noch nicht ausprobiert. Da ich aber sowieso immer die Lagen abmache, von daher habe ich halt nur die... erste Motivlage. Ich habe es auch mit einer Serviette mal mit diesen Blanko-Serviettenlagen probiert. Hoffentlich kann man auch machen. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die jetzt so finde. Ob die es war nur sehr hier. Ich glaube, das war das. Ja, das ist jetzt mit das ist anstatt mit Toilettenpapier ist das mit den leeren Serviettenlagen gemacht. Und wenn da noch irgendwie so, manchmal sind auf der zweiten Lage ja noch Motive drauf, weil das noch durchgedruckt wurde von der Farbe, dann habt ihr auch noch so ein bisschen Farbe da im Spiel. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann, aber also wenn man richtig drauf schaut oder gegen das Licht hält, dann sieht man da auch noch so ein bisschen Farbe.
Aber das ist also mit Serviettenlagen. Könnt ihr auch nehmen, wenn ihr nicht wisst, was ihr damit machen sollt, mit den Serviettenlagen. Und ihr möchtet kein Toilettenpapier verschwenden, könnt ihr das auch mit diesen Servietten machen. Es fühlt sich aber tatsächlich ein bisschen anders an und es sieht auch ein bisschen anders aus. Es ist nicht so ganz so weich und flauschig. Wie soll ich das jetzt sagen? Also hier, das ist jetzt zum Beispiel am Rand so ein bisschen so flauschig irgendwie, ne? Und es ist schon ein bisschen anders, also, aber nicht viel. Also normalerweise würde man das gar nicht merken, ne? Kann man aber halt auch mit den Servietten machen, ne? Nur mal so auch am Rande. Weil letztens habe ich auch wieder gelesen, was macht ihr mit den weißen Serviettenlagen, ne? Sowas auch zum Beispiel. So, genau, dann schneidet ihr euch erstmal ein Stückchen ab. So ungefähr so groß, wie halt das Toilettenpapier auch ist. Vielleicht ein bisschen kleiner, dass es halt nicht so rausschaut. Aber ich mache es jetzt auch mit überlappten Lagen. Von daher kann es ruhig so, also schneidet euch einfach ein Stück ab, so groß wie ein Blatt von dem Toilettenpapier, ja, ungefähr so. So, und dann macht man das einfach genauso erstmal. Man legt sich die Lagen aufs Toiletten, auf den Folder. Was mich auch immer ein bisschen gestört hat, ist, dass man hier in der Mitte dann, wenn man das geprägt hat, so einen etwas stärkeren Balken sehen kann. Ne? Ja, muss ich euch jetzt nicht zeigen, man kann das ja erahnen. Also wenn ich da jetzt die Lagen so lege, dann habe ich in der Mitte so einen dunkleren Balken. Das hat mich so ein bisschen gestört. Darum habe ich halt einfach angefangen, die Lagen dann versucht, so ein bisschen anders zu legen. Dass sich das so ein bisschen verteilt, ne? So. Und dann nochmal so. Und bevor ich jetzt die letzte Lage drauf lege, lege ich mein Motiv da drauf. Ja? Und da drauf lege ich dann halt nochmal, entweder, wenn es reicht, eine Lage. Aber hier seht ihr ja, das ist ein bisschen größer geworden. Also lege ich hier jetzt nochmal zwei Lagen drauf. Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt, aber das sind jetzt bestimmt dann mehr, 6 oder 8 Lagen sogar. Ne? Ihr könnt aber auch weniger nehmen. Das müsst ihr halt einfach austesten. Ich habe jetzt hier auch, kommt ja auch immer auf die Lagen von dem Toilettenpapier an. Ne? Also so, und dann halt nicht vergessen, immer das einzusprühen. Und dann einfach genauso durch die Prägemaschine. Hätte ich auch mal das Herzmotiv nehmen können, aber ist ja im Grunde egal. Weil hier ist es so schön, hier ist in der Mitte natürlich dann, da ist es dann schön ganz glatt und man kann es auch ein bisschen besser sehen, das Motiv, wenn ihr sowas habt mit Rahmungen. Deswegen hatte ich mir auch noch mal 2 andere bestellt. Da ist das in der Mitte auch so ein bisschen frei. Das ist auch dann ganz hübsch, aber das geht halt auch. Es geht eigentlich mit jedem, mit allem, ne? So, und dann einfach mal auch durchgurgeln. Ja, und dann habt ihr halt so ein, ich hoffe, dass man das sehen kann. Doch, das sieht man, ne? Genau. Und da ist halt jetzt so ein bisschen das Motiv auch noch mit drauf und zu sehen von der Serviette, ne? Das war dann noch mal ein bisschen eine andere Idee von mir, die ich halt etwas abgeändert habe. Wie gesagt, ich überlege dann halt immer, wie man das, weil vielleicht, wenn man das schon kennt, ne,
dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so interessant. Und darum überlege ich immer, wie kann ich es noch ein bisschen interessant machen für diejenigen, die halt wirklich schon viel gesehen haben auch. Ja, und dann, genau, und dann zupfe ich halt einfach wieder hier so ein bisschen die Ränder ab, weil mir das ja so gut gefällt. Aber das könnt ihr auch, wie ihr möchtet, schneiden oder lassen. Aber wie gesagt, am besten geht das, wenn, also wenn ihr das so zupfen wollt, dann geht das am besten auch in dem Zustand, wenn das hier noch nass oder feucht ist, ne? So. Ja, und dann habt ihr halt einfach so das Gleiche, praktisch nur, dass da dann noch ein Motiv dazwischen ist. Ne? Ist doch mal ein bisschen noch was Interessantes. Ja, was macht man damit? Da wird sich bestimmt auch der eine oder andere wieder fragen. Ja, was macht man damit? Also ich mache immer fast, mit sowas mache ich immer das Gleiche, was ich auch mit... ja, mit Karten oder mit, also mit anderen Sachen mache aus Toilettenpapier, was ich da gemacht habe. Zum Beispiel als Tasche einnähen oder kleben vielleicht besser, ne? Weil nähen ist vielleicht ein bisschen schlecht bei diesem Material. Vor allem, weil das jetzt auch so bleibt und nicht mit Kleber ausgehärtet wird. Bei den anderen, die man mit Kleber bestreicht, die sind ja natürlich noch stabiler. Aber wenn ich das jetzt nähe, ich glaube, das würde vielleicht doch reißen. Ne? Aber ihr könnt das dann hier an den Seiten kleben, das ginge schon. Oder einfach als Kartenaufleger für Tags. Einfach so ins Journal kleben, auf eine Buchseite wieder mal, ne? Wie ich es schon gezeigt habe. Oder auch das auch einfach so nur reinlegen, in eine Tasche legen, finde ich schön. Oder halt auch Stücke davon, wenn ihr was abreißt und als Collagen verarbeitet. Das sieht auch immer ganz interessant aus. Also sowas mache ich halt damit, ne? Wichtig ist nur, dass es richtig schön durchgetrocknet ist. Ja, und dann könnt ihr das so verwenden. Genau. Und die Reste hier habe ich, wie gesagt, die habe ich jetzt genug. Mal eben gucken, ob das reicht. Die könnt ihr auch nochmal benutzen. Und zwar könnt ihr damit auch noch mal so ein kleineres Kärtchen oder wie auch immer man das nennt, machen. Ich nehme jetzt mal einen anderen, nicht immer den gleichen. Ja, da legt ihr das einfach so auch da rein. Ich sage das jetzt so lapidar. Ich habe das, glaube ich, mit... so kleinen Fitzelchen jetzt noch gar nicht gemacht. Die waren etwas größer, weil ich die etwas mehr überlappen lassen hatte. So, die sind jetzt sehr klein. Mal sehen, ob das damit auch geht. Aber müsste eigentlich auch funktionieren. Ne? So, legt ihr die einfach da rein. Auch dann schön nass sprühen. Ja. Sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Ups. Oh, da läuft schon das Wasser raus. Nee, das so, das ja. Ja, das funktioniert nicht so gut. Das ist jetzt ein bisschen zu, auch vielleicht zu wenig gewesen. Da habt ihr dann halt einfach nur so ein Fetzen. Ne? Mal sehen, wenn das trocken ist. Ja, vielleicht
kann man das noch, also an den Stellen bleibt es schon zusammen, aber ups, war vielleicht auch ein bisschen zu wenig, ne, von dem Material. Oder hätte man noch eine Lage Toilettenpapier drauflegen sollen. Genau, das war der Fehler. Vielleicht noch ein Blatt, ne, als Stabilisierung. So. Mal sehen, soll ich es nochmal durchnudeln, ob das dann klappt? Vielleicht machen wir das mal noch einmal so. Weil das war noch ein bisschen arg unstabil dann. So. Okay. Entschuldigung. Bisschen Reizhusten, trockenen Reizhusten. Ja, also wenn ihr noch ein Blatt drunter legt, dann könnt ihr die Reste noch verwenden, ne? Weil das bleibt ja jetzt so da drauf gepresst. Könnt ihr das dann auch noch aufbrauchen, wenn ihr wollt, ne? Ja. Genau. Ja, das wollte ich euch noch mal zeigen. Für alle, die das vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht war da noch was Neues dabei. War das auch wirklich alles, was ich da jetzt machen wollte? Ja, genau, wenn ihr das jetzt mit dem Motiv oben drauf haben wollt, dann legt ihr einfach die Serviette oben drauf, ne? Dann nicht unter die letzte Lage, sondern einfach oben drauf legen. Dann habt ihr noch so Motive halt oben drauf. Genau. Könnt ihr natürlich dann theoretisch auch mit direkt mit der Serviette machen, ne? Oder mit den Blankolagen und dann noch einer Serviette drauf. Aber ja, fand ich jetzt nicht so spannend, aber wie man möchte. Ja, das war, glaube ich, alles, was ich in diesem Video zeigen wollte. Ich wollte euch noch vielleicht zeigen, vielleicht für die nächste Zeit, vielleicht findet ihr das interessant. Ich möchte gerne ein Kinderjournal mal machen. Und zwar, ja, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das angehen soll. Ich bin da noch jetzt in der Überlegungsphase, weil das habe ich nämlich noch nie gemacht und ich habe hier halt so ein altes Buch gefunden und dann habe ich mir überlegt, ich könnte auch mal vielleicht ein Kinderjournal machen. Da habe ich halt Pferde und so, ist ja immer interessant für Mädchen auch, ne? Das wollte ich so mal lassen dann hier drin, das habe ich noch nicht rausgerissen. Das ist jetzt halt hier das wird dann wahrscheinlich irgendwie mal das Cover werden. Und dann habe ich mir halt schon ein paar Sachen rausgesucht. Aber da bin ich also wirklich noch am Überlegen, wie ich das am besten angehen soll. Aber ich habe überlegt, dass ich da vielleicht auch mal dann Videos zu drehe und das vielleicht interessiert euch das auch. Das wird dann vielleicht auch wieder so ein Zwischenvideo, ich will nicht mehr Notfallvideo sagen, weil das ist aber so ein Video, das ich halt einfach zwischendurch mal so da mit einbaue dann, ne? Aber wie gesagt, kann auch sein, dass das irgendwie nicht so wird, wie ich mir das vorstelle oder dass ich nicht genug Ideen entwickeln kann. Aber mal sehen. Vielleicht interessiert euch das ja und ich drehe das mal vielleicht, wenn ich anfange damit, dass ich das dann mal so drehe. Und dann überlege ich mal, ob ich das zeigen kann. Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch im Kopf noch in Arbeit, dass ich da sowas machen möchte. Ja, und ansonsten habe ich noch unheimlich viel zu tun. Ich habe eine riesige To-Do-Liste. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie ich anfangen soll. Und mal sehen. Also es gibt viel zu tun und ich habe noch viele Sachen zu machen. Ja, das habe ich halt alles noch so im Kopf. Genau, also ihr werdet noch einiges von mir hören und sehen. Ja, ihr Lieben. Und dann sage ich aber jetzt erstmal für dieses Video danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.